Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Goodbye Deponia. Und heute schwöre ich euch, heute kommen wir ganz, 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 ganz viel weiter. Denn ich habe eine Nachricht erhalten. In der Nachricht stand, was macht man mit Geld, wenn man es gar nicht ausgeben kann? Wenn es sprichwörtlich für den Arsch ist. Ich fand diese Nachricht sehr lustig. Und ja, was soll ich sagen? Der hier unten, der braucht doch Toilettenpapier. Besetzt? Genau. Ach komm schon, du kannst doch nicht ewig da drin hocken bleiben. Und ob ich das kann? Ich habe eine Zeitmaschine. Super. Und ich muss sagen, ich finde es super, dass eben nicht diese Kommentare kommen von der Sorte, das musst du machen und das musst du machen, das musst du machen, sondern so richtig schöne, kleine, kurze Tipps zum Weiterkommen. Ich hoffe natürlich sehr, dass ich in nächster Zeit dann nicht mehr angewiesen bin auf Tipps, aber ich bedanke mich jetzt schon mal. Hier, vielen, vielen damit Dank. Damit geht's bestimmt. Oh, das ist aber weich. Ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Hier. Nimm das. Was bekommen wir jetzt? Was ist das? Dein Wechselgeld. Ich habe nicht alles aufgebraucht. Und nun auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Hey, halt, stopp! Der ist ja wirklich weg. Verdammte Kiste, er ist weg. Wenn ich mir nicht ständig solche Dinge einbilden würde, wäre ich jetzt wirklich beunruhigt. Der ist jetzt wirklich weg? Ernsthaft? Was haben wir bekommen? Eine Münze. Ah, super. Können wir jetzt da auch rein? Okay, Toilettenpapier? Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die Apothekenumschau des blinden Drugstore-Besitzers in den Schatten. Und die war immerhin in Blindenschrift. Okay, was haben wir sonst noch? Kloschüssel, die Spülung. Schrott, steh mir bei. Die Spülung funktioniert nicht richtig. Da muss irgendwo ein Leck in der Leitung sein. Okay, das heißt, was machen wir dann? Spülen wir da irgendwas runter? Ja, hier ist doch das Leck. Können wir da irgendwas runterspülen? Ja, muss jetzt auch nicht sein, ne, denke ich mal. Okay, aber wir haben jetzt die Münze. Das heißt, wir kommen weiter. Yay! Gut. Denn dann müssen wir wohl vermutlich die Pastete holen. Und mit der Pastete könnten wir doch theoretisch jetzt endlich dann die Zutaten auch zusammen mixen. Na komm schon, ich hätte gerne mein Inventar. Okay, wenn wir in die falsche Richtung drehen, geht's natürlich nicht. Okay. Verdammt, die Münze ist zu groß. Was nützt das schönste Kleingeld, wenn es zu groß ist? Ja, und was bringt mir das jetzt? Das gibt's ja nicht. Was bringt mir der Korkenzieher? Ich bewundere seine Taktik. Auf Umwegen zum Kern des Problems vordringen und dann Problem gelöst. Okay, das haben wir alle schon angeschaut, das Messer. Wozu braucht ein Gespenst ein Fischmesser? Okay. Die haben wir auch schon angeschaut. Haben wir den schon angeschaut? Die eignen sich hervorragend, um Bananenreste aus Starkstromsteckdosen zu poolen. Okay, das Klopapier? Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die Apothekenumschau des blinden Drugstore-Besitzers in den Schatten. Und die war immerhin in Blindenschrift. Okay, können wir dann irgendwas kombinieren? Ich kann meine Sachen immer noch trocknen, wenn mein Weltrettungsplan ins Wasser gefallen ist. Wenn es rau ist, aber das glaube ich jetzt auch nicht. Das ist tatsächlich Och ein nee, bisschen rau. Jetzt nicht Vielleicht. Ernsthaft mit Klopapier. Nicht wirklich. Es hat geklappt. Das nenne ich mal wirklich inflationären Gebrauch von Fäkalhumor. Der ist gut. Ach komm, mit Toilettenpapier. Ja, nee, ist klar. Es ist schön, dass man die schönsten Rätsel durch pures Probieren herausfindet. Na endlich. Dieses ganze Geldwechseln hat mich ganz schön hungrig gemacht. Rufus, du wirst die aber jetzt nicht essen dürfen. Ich glaube, ich Nein. werde trotzdem Boso den Vortritt lassen. Danke. Ich dachte jetzt schon. Denn wir müssen jetzt das Zeug da reinmischen. Und wehe, du machst es nicht. Pasta auf die Pasteta. Okay, mach doch mal bitte. Die wird jetzt voll schön aussehen. Erzeugt zwar ein leichtes Fieber, ist dafür aber auch gut für die Zähne. Okay, dann haben wir das Salzstreuer. Ah, nee, den brauchen wir nicht, oder? Das ist zwar langweilig, aber na gut. Hupsi, da hat wohl jemand vergessen, den Salzstreuer zuzuschrauben. Wie sonst kämen diese ganzen Maden da Im Salzstreuer doch nicht. Igitt. Und hier ein ganz besonderer Gaumenkitzler. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Haha, fresst meinen Staub, ihr risikoaversen Durchschnittsköche. Aber, Maden, das ist das Schrecklichste, was es auf der ganzen Welt gibt.
Man kann nie genug Pfeffer haben. Genau, den machen wir auch noch drauf. Brauchen wir sonst noch was? Hey! Keine Panik. Ist alles auf der Pastete gelandet. Lecker. Und vielleicht das auch noch drauf? Shampoo? Das würde ich noch nicht als Schuppenproblem bezeichnen. Okay. Ist dann das jetzt fertig? Laut Verfallsdatum kann man diese Pastete noch gut essen. Vorausgesetzt, ich interpretiere dieses Piktogramm von einem Jäger, der einen Büffel erlegt, richtig. Okay. Na gut, dann war's das jetzt? Oder brauchen wir noch was, damit wir ihnen die Pastete geben können? Für die blaue Zunge müssen wir doch mit Sicherheit auch noch irgendwas machen, oder? Naja, wir versuchen es einfach mal. Komm schon. Gib's ihm. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Ich werde noch ganz krank vor Hunger. Du weißt schon. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Wie bei den Schüttelpocken. Ich sag doch, du solltest dir etwas anziehen. Hätte, sollte, würde. Mit etwas Pastete im Magen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Okay. Was ist? Bekomme ich jetzt die Pastete? Ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Oh. Gut, was haben wir da noch vergessen? Was brauchen wir dann noch? Liegt dann vielleicht doch irgendwie die Lösung irgendwie im Klo? Ernsthaft? Müssen wir wirklich noch irgendwas im Klo machen? Auf der anderen Seite, wir haben doch diesen tollen Kleiderbügel. Da kann man doch auch im Klo rumwühlen, oder? Ich habe keine Ahnung, was müssen wir denn dann machen? Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage nur Dreck mit mir rum. Selten so gelacht. Okay, und dann vielleicht die Pastete? Okay, ich hab's ja verstanden. Nee. Ich trage selten so... Auch nicht. Wir brauchen noch irgendeine Zutat, die blau macht. Was macht blau? Das Kopfkissen macht blau. Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Das Kopfkissen ist blau. Dieser verlauste Kopfkissenbezug eignet sich eher von... Ja, für zwei Dinge, bla bla bla, Kopfkissen, Schwachsinn. Na, ich geh mal nochmal da lang. Das war das Zimmer des Sehers. Der Schrank. Da kommen wir jetzt aber durch, oder? Ja, da lässt uns da schon vorbei, ne? Es war ja nichts mehr hier drin. Hey, bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ja. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja. Richtig, verschwinden. Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Dann halt nicht. Ach du meine Güte. Ich brauche doch nur was blau macht. Hör doch mal auf. Vielleicht gibt's beim See ja noch irgendwas. Die Tarantel, die macht doch sicher voll blau. Komm schon, bitte. Hey, lass Mr. Toffee in Ruhe. Was ich mich gerade frage und irgendwie nicht mehr weiß, wie kamen wir eigentlich nochmal... Ach ja, genau, unten. Unten kamen wir auf diese Terrasse, ne? Genau, da ging's lang, zur Mülltonne. Vielleicht kommen wir da irgendwie weiter. Wir brauchen irgendwas, was blau macht. Und ich habe keinen blassen Schimmer, was blau machen könnte. Ich meine, wir haben hier nur diesen Vogel. Da wird das mit Sicherheit wird nicht richtig sein. Das scheint ihm nicht zu konvenieren. Was allerdings auch auf die Fischabfälle zutrifft. Ja. Können wir den einfangen? Weil Federn und so? Das scheint ihm nicht zu konvenieren, was allerdings auch auf die Fischabfälle zutrifft. Oh, come on, das kann ja nicht so schwer sein. Mit dem Kleiderbügel. Auch mit dem Kleiderbügel nicht. Das gibt's doch nicht. Was muss ich dann machen? Irgendwas blau. Der Pelikan lässt mich nicht in den Fischabfällen wühlen. Dabei stochert er selbst nur so halbherzig darin herum. Er hat doch gar keinen Appetit, das sehe ich doch. Ja, der wird wohl Appetit auf das andere Zeug haben. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Ha, 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 ha. Oh, Mensch. Ich werde noch wahnsinnig. Dann gehen wir doch mal. Dann nochmal da lang. Und dann gehen wir halt nochmal zu diesen ganzen doofen Irren da, die in der Wäscherei sind. Dann kommen wir da irgendwie weiter. Vielleicht brauchen die ein Kopfkissen dazu. Kann ja sein. Hier ist nichts, also die Waschmaschine. Können wir da das Shampoo reingießen? Klamotten. So ist kein Rankommen. Ich müsste die Waschmaschine erstmal wieder zum Laufen bringen, sofern dieser Saunaclub da mich lässt. Wie sollen wir die dann zum Laufen bringen? Vielleicht mit dem Kleiderbügel? So ist kein Rankommen. Nee. Ich müsste die Waschmaschine, sofern die... Können wir die denn irgendwie damit ablenken?
Entschuldigung, ich müsste auch mal an die Waschmaschine. Verdammt. Okay, aber ich verstehe zumindest schon mal, da er sagt ja was von 5 Symbolen, die er noch nie gesehen hätte. Und ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Symbole. Finde ich schon mal super. Aber immerhin besser wie nichts. Ja. Dem Anzug, der bringt uns ja auch nicht weiter. Entschuldigung, ich müsste auch mal zur Waschmaschine, bla bla bla. Vielleicht mit dem Fischmesser? Kriegt ihr nicht irgendwann mal Hunger? Wir hungern nach Vergebung. Wir dürsten nach Erlösung. Tja, Und wie wär's stattdessen mit Schnittchen? Auf das hören sie nicht. Dann geben wir ihnen die Pastete. Kriegt ihr nicht irgendwann mal Hunger? Dann können wir ihnen vielleicht das Shampoo geben. Wie wäre es mit einem kleinen Tauschgeschäft? Das ist doch fies. Aber ich hab doch noch gar nicht gesagt, was... Ihr habt ja keine Ahnung, was euch da entgeht. Richtig. Der gleichen Meinung bin ich auch. Und die machen mich noch schier wahnsinnig. Können wir sie vielleicht irgendwie mit dem Salzstreuer verjagen? Kriegt ihr nicht irgendwann mal... Ach, da kommt das Gleiche wieder. Ach, Mensch. Das gibt's doch wohl nicht. Es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben. Wir gehen jetzt mal zur Kreuzerstraße zurück. Vielleicht haben wir hier irgendwas übersehen. Nee, hier geht's nur runter. Sonst nichts. Das gibt's ja dann nicht. Hier sind nur die Türen. Hier haben wir die Spülung und die Kloschüssel. Müssen wir vielleicht doch irgendwas runterspülen? Nur was spülen wir runter? Das Shampoo vielleicht. Ich glaube es zwar nicht, dass uns das weiterhilft, aber wir könnten es zumindest versuchen. Okay, ich hab's ja verstanden, bla bla bla. Was soll ich machen? In die Kloschüssel gucken? Ja. Wow, der hat ja noch nicht mal abgespült. Und die Spülung? Schrott, steh mir bei. Die Spülung funktioniert nicht richtig. Da muss irgendwo ein Leck in der Leitung sein. Dass wir irgendwie abdichten müssen. Was soll ich machen? Och Mensch, Rufus. Wir müssen dann also irgendwie das Leck zumachen. Das können wir aber im Moment nicht zumachen, weil uns der Kerl nicht aus dem Fenster steigen lässt. Die Tarantel hätte ich gern. Nur wie bekommen wir die Tarantel? Können wir die vielleicht irgendwie rausfischen? Wir müssen also auch irgendwie versuchen, dem Seher die Tarantel zu entlocken, sag ich mal. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass ich für alles was brauche, was ich für das andere brauche. Was sollen wir ihm zum Beispiel in die Kapuze tun? Wir können ihm Salz reinstreuen. Ja, das wäre lustig. Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht für einen billigen Karlauer verschwenden. Ich denke vor allem an die Fans, die meine Streiche wegen ihrer hintergründigen Doppelbödigkeit lieben. Und das ist mein Problem, dass mich das total verwirrt. Die Zahncreme, nicht umsonst haben wir noch was über. Ja, aber ich denke... Da kommt er mit dem gleichen Spruch. Können wir in die Kapuze abschneiden? Absurder Humor ist ja an sich okay, aber ich kann diese einmalige Gelegenheit... Ich denke von... Das gibt's doch nicht. Ich steck echt total fest schon wieder. Ich muss mir echt mal überlegen, wie ich in solchen Fällen am besten vorgehe. Es wäre schon lustig, ihn mit Läusen zu verseuchen, aber leider fehlt ihm dafür eine wichtige Grundvoraussetzung. Ja, er hat keine Haare. Aber wie schaffen wir es, dass er Haare bekommt? Können wir das nochmal miteinander kombinieren? Ich wusste es doch. Zahnpasta ist nutzlos. Nein, das wollte ich damit aber eigentlich nicht erreichen. Irgendwie braucht er Haare. Aber Haare haben wir keine. Können wir nochmal mit ihm reden? Ich wusste doch, dass ich diese unästhetische Drecksfresse schon mal irgendwo gesehen habe. Zuerst dachte ich aber im Bowlen. Keine Ahnung warum. Dass ich mich im Point-and-Click-Adventure so unheimlich schwer tue, das verstehe ich nicht. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Kutte gibt er nicht und er erwartet ja darauf, dass er besser wird und schöner und hin und her. Keinem von uns. Ich glaube nicht, dass wir diese Gespräche hier irgendwo weiterhelfen. Ich bekomme aber auch die Tarantel nicht und ich glaube, dass die Tarantel die blaue Zunge macht. Lass Mr. Toffee in Ruhe. Also werde ich auch hier im Moment nicht weiterkommen. Vielleicht gehen wir ein Stück der Pastete. Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich.
Das ist doch nicht zu fassen. Da sind nur Scherben drin. Können wir die da reinpacken? Solche Taschen sind doch nur was für Anfänger. Echte Profis tragen ihr Gedöns lose im Mantel. Okay, das können wir also auch nicht kombinieren. Boah, Leute, dann liegt's vielleicht doch die Lösung irgendwo an dem Gespenst. Dass wir irgendwie mit dem Gespenst weiterkommen. Also ich bin gerade hoffnungslos überfragt. Ich werde mir auf alle Fälle bis übermorgen nochmal Gedanken machen und vielleicht habt ja ihr nochmal irgendeinen Tipp für mich. Grundsätzlich ist es aber so, dass ich mich echt frage, was kann ich machen, dass ich mich grundsätzlich ein bisschen leichter tue in solchen Spielen. Wie geht ihr da eigentlich vor? Das würde mich ganz stark interessieren. Wenn ihr so feststeckt in einem Point-and-Click-Adventure, wie geht ihr da vor? Das fände ich voll cool, wenn ihr mir da was in die Kommentare schreiben könntet dazu. Ansonsten sage ich jetzt erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!